Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Kinder des Nebels von Brandon Sanderson. Worum geht's in dem Buch? Tagsüber fällt Asche auf die Welt und nachts kommt der Nebel. Seit über 1000 Jahren herrscht ein scheinbar allmächtiger Herrscher über diese Welt und über das versklavte Volk der Skaa. Doch es gibt auch die sogenannten Nebelgeborenen, die ganz besondere Fähigkeiten haben, und einer davon plant, den obersten Herrscher zu stürzen. Okay, meine Meinung zu diesem Buch. Ich muss sagen, ich fand den Einstieg nicht unbedingt gelungen, denn zu Beginn weiß man erstmal so ziemlich gar nichts. Man wird einfach so reingeworfen und weiß ziemlich lange nichts über diese Welt, über die Bevölkerung, über die Geflogenheiten, was da geschichtlich nun eigentlich so passiert ist. Oder die Allomanten oder was es da sonst noch so für Wesen gibt. So alle 50 Seiten wird einem mal so ein Brotkrumm zugeworfen, so ein Informationskrümelchen. Und das war es dann aber auch wieder für die nächsten 50 Seiten. Das ist für ein so circa 900 Seiten Buch auch eigentlich nichts Ungewöhnliches. Da dauert eine Einleitungsphase hier eben mal so 240 Seiten. Aber ich bin da echt kein Fan von. Also ich möchte gerne so schnell wie möglich zumindest so ein Grundraster haben, um mich zumindest etwas in dieser Welt orientieren zu können. Allerdings so diese Information bekommt man eben auch so im Laufe der Geschichte. Und ich finde, wie es einem erzählt wurde, auch eigentlich ziemlich gut gemacht. So generell fand ich eigentlich, lohnt es sich tatsächlich bei diesem Buch dran zu bleiben. Weil ich persönlich finde, dass diese Geschichte wirklich von Seite zu Seite immer mehr an Fahrt aufnimmt und immer besser wird. Gerade aber auch die Fantasieelemente fand ich wirklich extrem interessant. Dieses Buch ist auch tatsächlich ein Fantasy, wenn nicht sogar ein Fantasy-Epos. Allerdings hat es auch sehr viele dystopische Elemente. Ich persönlich finde ja, das ist eine Mischung, die ist einfach nur toll. Obwohl dieses Buch auch wirklich so seine spannende, zum Teil auch echt brutalen Passagen hat, hat es auch fast genauso viele so ruhigere Passagen, die tatsächlich auch mehr so einen erklärenden Charakter bekommen. Allerdings fand ich sie nicht langweilig. Also allermeistens. Ab und an schon. Wenn es dann wieder mal losgeht, dann aber auch immer so richtig. Also wir haben in diesem Buch auch wirklich ziemlich große, auch beeindruckende Schlachten, aber auch ein paar unerwartete Wendungen und auch relativ viele Anspielungen. Allerdings muss ich auch sagen, dass so manche Ereignisse nicht so ganz stimmig waren. Also das kam jetzt auch nicht allzu häufig vor, aber es war da. Mit ein bisschen guten Willen kann man da aber auch eigentlich relativ gut hinwegsehen. In diesem Buch gibt es auch wirklich sehr viele Details. Die sorgen natürlich auch dafür, dass die Geschichte sehr plastisch, sehr lebendig wirkt. Es streckt das Buch aber auch ein Stück weit. Allerdings mochte ich auch schon wieder, dass diese Geschichte eben nicht so geradlinig abläuft, sondern es gibt hier drin eben auch mal Rückschläge. Ich finde, das machte es fast so ein bisschen echter. Gerade die Charaktere sind übrigens sehr plastisch und sehr authentisch. Wie es für so ein Fantasy-Buch üblich ist, haben wir auch echt extrem viele Charaktere, dessen Namen man sich merken muss. Das fand ich nicht immer ganz so einfach. Aber ich finde, so letztendlich hielt es sich eigentlich noch im Rahmen und die Geschichte selbst wird ein hauptsächlich, wirklich ganz weit überwiegend von zwei Personen erzählt. Das hilft dann doch wieder so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich mochte aber vor allem tatsächlich diese Gruppendynamik, weil jeder Charakter hat auch so seine eigenen Facetten, die sich untereinander auch extrem gut ergänzen. Ich fand es tatsächlich mitreißend. Also ich wäre gerne ein Teil dieser Gruppe gewesen. Und zu guter Letzt, ich finde tatsächlich auch, dieses Buch hat so gefühlsmäßig die gesamte Palette zu bieten. Also ich fand es lustig, ich konnte mitfühlen, mitfiebern, war neugierig, war traurig, war schockiert. Also es wird einem wirklich die gesamte Palette geboten. Mein Fazit also zu diesem Buch. Insgesamt bin ich eigentlich ziemlich begeistert von diesem Auftakt. Das ist nämlich der erste Teil einer Tiertrilogie. Es ist tatsächlich eine epische Fantasy-Geschichte mit aber auch relativ viel Anteil von dystopischen Elementen, was ich sehr, sehr cool fand. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie es weitergeht. Genug Fragen sind tatsächlich auch noch offen geblieben. Also ich bin extrem gespannt auf die folgenden Teile. Okay, das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!